Betrüger verarschen ist geil. Betrüger verarschen ist geil. Betrüger verarschen ist geil. Ja, Löchen, liebe Freunde Scambaitings und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ich habe ja letztens ein Video hochgeladen, wo ich einen Flugzeugabsturz simuliere. Ja, das hat mir so viel Spaß gemacht irgendwie, dass ich heute, ja, einen Tag vor meinem Urlaub, also morgen fliege ich tatsächlich wieder in den Urlaub. Und habe ich mir gedacht, komm, es ist ja bald die Kranger Kirmes, um was könnte da gut passen, ja? Wir simulieren meine Kirmes heute, ja? Ich bin gespannt, wie die Betrüger darauf reagieren und wünsche euch viel Spaß. Ich habe selber keine Ahnung, was da rauskommt, aber wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, dann lasst es mich wissen und dann kann man mal eine Art irgendwie mal wieder was machen. Auf jeden Fall jetzt viel Spaß mit dem Video und ja, genau. Ja, hallo? Hallo, schönen guten Tag, spreche ich von Kranger. Kranger Kirmes, hallo? Ja, schönen guten Tag, Herr Krangerzimmer, sehr angenehm. Meine Simona Clark, Sie haben sich gerade auf unserer Webseite angemeldet für den Handel. Genau. Wunderbar. Gut, also wie gesagt, mein Name ist Simona Clark, ich bin Ihre Kontoberaterin und ich helfe Ihnen gerne bei der Kontoaktivierung. Sehr gut, dann zeige danke. Ich Ihnen Ihr Privatkabinett. Und zeige dann, wie es Ihr Gewinn in der Zukunft auszahlen wird. Geil, geil, Abfahrt! Sind Sie jetzt unterwegs, ja? Ja, aber ist kein Problem. Also ich habe Zeit gerade. Wunderbar, wunderbar. Gut, also Herr Kranger, haben Sie schon entschieden, mit welcher Summe möchten Sie gerne starten? Das ist vollautomatisches System, alles ganz automatisch. Jawohl, ja genau, ich hab gesehen. 250 Euro fängt das an. Abfahrt. 250. Okay, dann erhalten Sie von uns noch 50 Euro, ganz gratis. Aber ab in die Mitte, Brigitte. Bitte? Nee, alles gut, ich bin gerade auf der Kirmes. Ich muss ein bisschen hier... Wunderbar. Also, Herr Kirmes, ist ein bisschen laut hier, also, Entschuldigung. Kein Problem. Wie werden Sie dann bezahlen? Mastercard, Visa, welche Karte haben Sie? Also mit der Banküberweisung würde ich es gerne machen dann. Banküberweisung? Ja. Gut. Okay, natürlich. Okay. Es passt auch, wie Sie möchten. Gut, dann brauche ich, Herr Kranger, dann brauche ich Ihnen noch ein paar Fragen zu stellen. Ja. Können Sie bitte, das brauche ich für Ihre weitere Verifikation. Alles auf klar. Der Handelsplattform. Ihr Geburtsdatum, können Sie bitte sagen? Das wäre der 13.06.1998, ja. Bitte. 98, ja. Jawohl. Ihre Adresse, bitte? Das wäre die Berliner Straße. Berliner. 13. Berliner Straße. 13, ja. In Hamburg. Postleitzahl 295. Okay. Erkennt man ja. Gut, dann das habe ich. Okay. Also die Summe 249 Euro, dazu noch 50 Euro. Und ich brauche, ja, und ich brauche. Seid ihr bereit für den Breakdance? Ich brauche auch die Nummer Ihres Führerscheines oder ID-Card. Ach so. Mit welchem Dokument werden Sie dann Ihr Gewinn auszahlen? Warum das denn? Mit welchem Dokument werden Sie in der Zukunft Ihr Gewinn auszahlen? Das ist notwendig. Also nicht dann mit dem Führerschein, mit der Bank. Wie Sie möchten. Dann werden wir Bescheid wissen, dass Sie erstens volljährig sind und zweitens, dass Sie wirklich Herr Kranger Zimmer sind. Genau, ich bin Kranger Kirmes, ich bin das. Ja, aber also können Sie bitte, können Sie bitte die Nummer Ihres Dokumentes durchgeben? Das ist ganz wichtig. Also vom Personalausweis oder? Okay, welches Dokument haben Sie dabei? Personalausweis oder Führerschein? Ich habe jetzt die Bankkarte hier natürlich gerade. Okay, geben Sie mir bitte die Kartennummer. Nochmal eine Runde, ab in die Mitte, bitte.
neue Fasche im Zahnarkasse lösen, dann geht's wieder in die Zahnarkasse. Hallo, sind Sie ja? da? Ja, ich bin da, hallo. Ja, okay, okay. Geben Sie mir bitte die Karte. So, Leute, einsteigen, mitmachen. Oder Ausweis. Kein Problem, ich hab jetzt hier Masterkarte. Gut, dann können Sie vielleicht eine kurze Pause machen. Ach so, ja, natürlich, kein Problem, ja. Okay. Weil ich bin da im Fahrgeschäft, der Breakdance. Sag mal, das ja, Karussell, ja, ich verstehe. Herr Kranger, gut, ich verstehe. Haben Sie Online-Banking, ja, wenn Sie eine Banküberweisung ja. tätigen möchten? Ja, natürlich, hab ich jetzt. Ja, wann sind Sie am PC oder wann können Sie diese Banküberweisung tätigen, Online-Banking? Ja, ich hab mein Handy hier. Wunderbar. Jawohl, sagen Sie mir bitte die Nummer Ihrer ID-Card oder Führerschein so, oder Reisepass. Vom Personalausweis, ja? Dann erhalten Sie die Bank. Genau, ja. Ich schreibe auf. Ja, aber ist das, darf man das denn machen? Sie erhalten jetzt in ein paar Minuten die Bankdaten für eine Überweisung. Ja, klar. Ja, dazu brauche ich... Hallo? Hallo? Ja? Hallo, hören Sie mich? Ja, klar. Ich höre Sie akustisch nicht. Ach so. Sehr, sehr schlecht, ja. Ich bin ja auf der Kirmes. Das geht ja nicht. Da kann ja Kirmes, kein Problem. Ja? Hallo. Ja, hallo. Können Sie bitte Ihr Radio ausschalten? Nee, das ist ja die Kirmes. Das ist ja... kann noch hier ich höre Sie nicht. Ja, ich höre Sie aber. Wunderbar. Gut, dann geben Sie mir bitte die Nummer Ihres Reisepasses oder Führerscheines oder ID-Card. Also oben rechts die Nummer oder was brauchen Sie da jetzt? Oben rechts, genau. Ja, als da T01. T wie Theodor 01. Genau, 000. Dreimal die 0, ja. 3. Letzte Fahrt nochmal, ja. Alle einsteigen. Ab in die Mitte, Brigitte. Und am Ende nochmal die 22, ja? 22, wunderbar. Jawohl. Gut, wann darf ich Sie anrufen? In 10 Minuten wahrscheinlich. Wann können Sie die Banküberweisung tätigen? Ja, kann ich jetzt machen. Das macht dann meine Ehefrau, ja? Können Sie das jetzt machen? Ja, ich, dann erhalten Sie die Bankdaten per E-Mail, ist die E-Mail-Adresse Kranger C, ein Wort, dann fweb.de, korrekt? Ja, Kranger Kirmes. Ist ja jetzt am 3. August, glaube ich, da. Genau. Wow. Dann erhalten Sie die Bankdaten in ein paar Minuten und ich letzte Runde, sofort, okay? Attention. Jawohl, alles klar. Okay, bis gleich, ciao. Alter Verwalter, ich hätte nie geklappt, dass das, also, achso, Moment mal eben kurz. Alter, ich hätte nie gedacht, dass das klappt. Ich hätte doch schon direkt aufgelegt, aber egal, nächste Runde, ne, jetzt muss noch einer anrufen, nächste Runde, nächste Fahrt, alle einsteigen, genau. Okay. Hallo? Hallo Herr Kranger, Simona Clark hier. Ich versuchte die Bankdaten zu schicken per E-Mail, aber ja. Ist zurückgekommen. Können Sie bitte Ihre aktuelle E-Mail-Adresse mitgeben? Ja, natürlich. Welche haben Sie da bitte? Kranger C, ein Wort, dann @web.de. Ach so, gar kein Problem. Ich gebe Ihnen die neue, ja? Markus. Mit K, ja? Kali Konrad, ja? Ja, also wie Konrad, mit König. Okay. Markus Berni. B wie Bertha, E wie Emil, R wie Richard. Jawohl. L wie Nordpol, I wie Ida, ja? Dann Oleg. Mit K. Oleg. Mit K natürlich. Mischa. Mit A am Ende. Ja.
Also M-I-C-H-A, ja? Ja. Dann Siggi mit Z und S, einmal bitte. Beides einmal. Ja. Sieger. Letzter Part, ab in die Mitte nochmal jetzt alle. Ja, haben Sie das? Ja. Swissy, also S-W-I-S-S-I. Ja. Sherlockse, also Ellie, einfach dann. Herr Flughafen. Solange Ihre E-Mail-Adresse. Ja, at Haferbrei. Okay. Orkan. Punkt. Nightmare. Und am Ende nochmal Johto. Okay. Auch nochmal. Jawohl, das ist deine E-Mail. Okay, alles klar. Dann versuche ich nochmal. Okay. Alles klar, vielen Dank. Hören uns. Danke, danke, tschüss. Letzte Fahrt nochmal. Ab in die Mitte, Brigitte. Ja, hier ist Dieter Bohlen. Wer ist denn da? Hallo. Wer ist denn da? Hallo, Herr Boni. Ja, hier ist Dieter Bohlen. Herr Boni, wie geht's Ihnen? Wie geht's Ihnen, Herr Boni? Voll am Apparat, klar? Jo, geil. Darf ich bitte mit Ihrem Sohn reden, mit Herrn Marco? Nein, nenn mich doch mal bei meinem Namen. Herr Dieter Boni? Ja, klar. Rate mal, die okay, Farbe von wo ist Herr Marco? Wo ist Herr Marco? Wir müssen dringend was miteinander besprechen. Wie bitte? Wir müssen dringend was miteinander besprechen. Ja, aber ich brauche mit Herrn Marco zu reden, so als Herr Boni. Ich habe da einen Deal am Wickel, da kriegt man 1300% wieder. Was für ein Deal ist das, Herr Dieter? Du schenkst mir gar keine Beachtung. Hättest du an sowas Spaß? Ja, ist Herr Marco dort, Herr Dieter? Nein. Wann kann ich Sie nochmal kontaktieren, um mit Herrn Marco zu reden? Ich höre jetzt auf mit dem Musikmachen. Wer ist denn da? Das ist der Paul am Apparat, Herr Dieter. Was würdest du denn denken, wie alt ich bin? Das habe ich. Ich brauche nur mit Herrn Marco zu reden. Nein. Besorg dir mal vernünftige Klamotten. Ist Herr Marco nicht dort? Nein. Wer liest um Himmels Willen das Kleingedruckte? Waren wir da zurück, Herr Dieter? Was soll das denn? Wir werden Ihr Konto öffnen. Jo, geil. Was ist denn hier? Okay, wo ist er denn? Hühner und Äpfel und Birnen. Was? Was soll das denn? Was soll was denn, Herr Dieter? Rate mal die Farbe ich verstehe von meinem Slip. Was? Rate mal die Farbe von meinem Slip. Okay, ist Herr Marco dort? Du schenkst mir gar keine Beachtung. Über was? Du schenkst mir gar keine Beachtung. Worüber, Herr Boni? Ich habe da einen Deal am Wickel, da kriegt man 1300% wieder. Das habe ich schon verstanden, aber wir haben schon den Deal in Ihrem System. Also ich brauche nur mit dem Herrn Manko reden, ja, Herr Dieter? Du schenkst mir gar keine Beachtung. Du würdest mich doch nie bescheißen oder über den Tisch ziehen, oder? Okay, Herr Dieter, ich kontaktiere Sie nachher, okay? Tschüss, du Betrüger. Ja, hallo.
Was los? Ich bin gerade am Zocken, Alter. Ich kann gerade nicht. Was kannst du gerade nicht? Ja, ich bin gerade am Zocken. Ich zock gerade Sons of the Forest mit Captain Oleg. Ah. Macht Spaß? Ja, macht Spaß. Ne? Darf ich mit? Können Sie mitmachen, genau. Ich gebe Ihnen gleich mal meinen Steam-Account. Ne? Dann können Sie mich adden, auf jeden Fall dann. Ja, gerne. Ne, ist gar kein Problem. Ne, einfach eine Freundschaftsanfrage an Ice675. Ah, okay. Weiß ich Bescheid. Ja, alles klar dann, ne? Viel Spaß weiterhin. Ja, frohe Ostern, ne? Weiß Bescheid. Ja, tschüss. Danke, gleichfalls. Mahlzeit. Herr Lunzen, ist noch parat, ja? Guten Tag. Guten Tag, ich melde mich von Marktaufsichtsbehörde bezüglich Ihrer Handelskonto. Mein Name ist Julian Neumann. Da Sie Registration gemacht haben, Ihr Konto braucht Verifikation. Und vielleicht werden Sie heute Zeit haben, vor PC zu sein, oder bevorzugen Sie Termin? Von wo rufen Sie an? Von der Marktaufsichtsbehörde? Ja, von Blockchains Abteilung. Ach so, vom Blockchain Support. Ja, jetzt kontraktiv machen, würde ich dann. Ja, richtig, einfach natürlich. Ich verstehe, dass Sie vielleicht beschäftigt sind auf der Arbeit. Deswegen einfach können wir Termine ausmachen für Montag oder wenn Sie gerade Zeit haben, können wir einfach jetzt kurz die Prozess durchgehen. Ja, ich bin zu Hause jetzt. Ne? Okay, können Sie vor Computer gehen, Herr Lunzen? Ja, vom Handy-Computer kann ich gehen. Per Computer ist mir besser, ja, wenn es möglich ist. Ich habe nur einen Laptop hier. Ja, das meinte ich. Laptop ist okay. Ja, das ist in Ordnung. Okay, geben Sie mir bitte Bescheid, wenn Sie Laptop einfach aufmachen. Dann werde ich Ihr Konto vorbereiten. Ja, ich wollte mal fragen. Sie bekommen jetzt auch. Ja, bitte. Wie das mit dem Geld jetzt geht, also wie läuft das jetzt ab? Was muss ich beachten? Jetzt sollte ich erklären, Herr Lunzen. Als erstens, natürlich, das ist Ihre private Entscheidung, wie viel werden Sie Geld investiert und so weiter und so fort. Am Anfang, nachdem ich Sie verifizieren, Verifikation ist ein sehr einfacher Prozess, weil da Sie Anfänger sind, ja. Zum Beispiel ein bisschen komplizierte Verifikation haben wir, wenn Sie ab 10.000 Euro Geld auszahlen. Jetzt werden wir einfach einfache Verifikation durchführen. Als Willkommensbonus, da Sie Anfänger sind, ja, bekommen 200 Euro und das wird in Euro auf Ihrem Balance gelandet nach der Verifikation. Bezüglich Investitionen, am Ende werden Sie Entscheidung treffen. Außerdem, ich muss Ihnen zeigen, wie es läuft, wie es funktioniert. Dann werde ich gerne auf Ihre Erfahrung hören. Einfach zum Beispiel, haben Sie irgendwo eingezahlt, Geld zum Beispiel? Haben Sie zum Beispiel schlechte oder gute Erfahrung, damit ich Informationen habe und damit ich mir besser Hilfe leisten kann, ja? Ja. Okay. So, Herr Lunzen, okay. Sind Sie vor Laptop? Ja, vom Notebook. Reinlunzen okay. Heißt es. Okay, Notebook, ja. Ja, okay. So, damit ich praktisch arbeiten kann und erste Schritt von Verifikation durchführen und erklären kann, ich brauche einfach sogenannte Programm Anydesk oder TeamViewer. Vielleicht haben Sie diese Programms? Wie heißt das? Anydesk? Anydesk, ja. Nee, was ist das? Kenne ich nicht. Da ist ein Programm, damit ich Ihre einfach Desktop sehen kann, damit ich Anweisungen geben kann, was zu öffnen, wie es zu schreiben, wie Passwort zu ändern und so weiter und so fort. Das können wir einfach herunterladen mit Ihrer Genehmigung. Das ist sehr einfach. Ja, ist das jetzt Browser benutzen Sie? Safari. Safari öffnen Sie Safari, kein Problem. Ja. Ist Anydesk Brasselspack? Moment. Sie haben MacBook oder einfach Laptop Windows? Ja, so ein Laptop so irgendwie. Sie haben MacBook oder Laptop?
Labbook. Okay, dann schreiben wir es bitte, ich werde buchstabieren. Ja. Ist das, ist das Brasselspack? Ich habe nicht gehört akustisch, was meinen Sie? Ist das Brasselspack? Nein. Das ist einfach Website, wo gibt es einfach Möglichkeit, direkt einen Desk zu herunterladen. Okay. Und Sie werden einfach einmal drucken, jetzt herunterladen und das wird automatisch auf Ihrem PC installiert. So, na. Klingt da interessant. Höchst interessant ist das ja. Ist das denn auch alles legal? Ja, ist das legal, sowas? Ist wohl nicht legal. Ja, ja, hallo? Hat der gleiche mich nochmal angerufen, hat er sich verdrückt, glaube ich. Ne? Ist das legal? Und dann. Ne, dann war er weg. Herr hallo, hallo? Das ist Peter Anderson. Ich bin Ihr persönlicher Kontobetreuer. Sie haben sich kürzlich bei uns angemeldet. Richtig? Ja. Also Sie wollten mit Bitcoin handeln. Okay. Also, meine Aufgabe ist, bei Ihrer Kontoaktivierung zu helfen. Ach so. Herr Lundsen, ja, sagen Sie mir bitte, haben Sie schon Erfahrung im Handel oder ist das Ihr erstes Mal? Erstes Mal. Okay, okay. So viel schon online auf unserer Plattform. Krip, ja? Arsch online. Auf unsere Plattform. Würde ich offline, genau. Handelsplattform. Halleluja. Okay. Was sind Sie, Herr Lundsen? Wie bitte? Also Sie waren kürzlich online auf unserer Plattform. Genau, und dann war ich wieder offline. Jetzt sind Sie offline. Sagen Sie mir bitte, möchten Sie, so viel ich verstehe, automatisch handeln, ja, mit Krypto? Manuell, manuell will ich handeln. Manuell, okay, mit Krypto oder mit Aktien, womit möchten Sie handeln? Ja, mit Manu, mit dem Manuell. Herr Lundsen, also Sie handeln manuell, aber mit Kryptowährungen oder mit Aktien oder mit Rohstoffe, Halleluja. Haben Sie vielleicht irgendwelche Wünsche? Ja, Krypto auf jeden Fall. Okay. Warum sagen Sie Halleluja? Heute ist der orthopädische Dachse Tag. Heute feiern die Christen ja den Ostern. Okay. Das ist ja die Auferstehung von Maria. Okay, ich verstehe. Halleluja. Okay, Herr Lundsen. Halleluja. Ja. Sagen Sie mir bitte, haben Sie schon gedacht, mit welcher Summe möchten Sie anfangen? Nein. Okay, dann vielleicht haben Sie finanziell. Ja. Welche finanzielle Ziel darf ich fragen? Also ich will mir halt einen Porsche kaufen. Porsche kaufen? Porsche Cayenne S. Okay, sehr gutes Ziel. Und, okay, dann, okay. Und danach so ein Rolls Royce. Okay, gut. Und für einen Monat möchten Sie das kaufen, für ein Jahr oder für 2 Jahre? Haben Sie Zeiträume? Auf lebenslang. Lebenslang, okay. Dann, ich glaube, können Sie das machen, lebenslang. Wie im Knast. Okay, dann sagen Sie mir bitte, wie alt sind Sie? Ich. Ja. 27 Jahre jung. 27,
Okay, also Sie klingen ziemlich jung. Ich habe gedacht, dass Sie ungefähr solche Ja. Alter sind. Ja. Also, wenn Sie keine Erfahrung haben, empfehle ich Ihnen nicht mit großer Summe anfangen, also nicht mit 5.000 Euro. Sie sollen sehen, wie das funktioniert, wie das läuft. Und ich muss Ihnen sagen, unser großer Vorteil, dass Sie einen persönlichen Finanzberater bekommen. Sie wollen manuell handeln und natürlich, Sie können bessere Rendite erhalten, wenn Sie manuell handeln, nicht automatisch. Aber es ist natürlich mehr Risiko Nee. in manuelles Handeln. Nee. Verstehen Sie? Der Manuel, der macht das gut. Der ist Profi-Trader. Der ist ja Broker. Also Sie haben mir gesagt, dass Sie keine Erfahrung haben, Ja, oder? der Manuel, der hat Erfahrung. Der weiß, wie das geht. Ich verstehe Sie nicht voll. Der Vielleicht Manuel, der, könnten das ist Sie ein das erklären? männlicher Vorname, Manuel. Ein anderer, Okay. eine andere Person, der heißt Manuel. Okay, was meinen Sie unter Manuel? Ja, ich will mit Manuel Neuer handeln, am besten. Okay, Herr Lunzen, warum haben Sie sich angemeldet? Ja, weil ich ja den, mein Traumauto holen will. Okay, wie viel möchten Sie investieren? Vielleicht Sie wollen zu Ihrem Traum kommen, ja? Ja, genau, 250 Euro, Und ganz klar, wie? lebenslang. Okay. Es ist Ihre Entscheidung. Sie sollen verstehen, Sie können das schnell nicht machen. Ganz Also so schnell. Das lebenslang vielleicht ja. muss heute über die Bühne noch. Ich verstehe Sie nicht voll. Nee, das muss Sprechen Sie heute. vielleicht auch Englisch? Nee. Kein Warum? Englisch. Ist das schlimm? Warum muss man Englisch sprechen, oder? Also ich spreche Englisch besser. Ach so. Auf jeden Fall, ich kann mit Ihnen auf Deutsch Mir doch sprechen, das egal. ist auch kein Problem. Okay, also, aber wenn Sie möchten gute Qualität von Beratung bekommen, dann ich kann auf Englisch sprechen. Okay, sagen Sie mir bitte, haben Sie Kreditkarte? Nein. Wie möchten Sie dann Sie diese Transaktion tätigen? Mit einer EC-Karte natürlich. Mit EC-Karte arbeiten wir nicht. Warum? Einfach nicht. Ja, warum nicht? Das ist internationale Transaktion. Genau. Das ist ja auch internationaler Handel hier. Herr Lunzen, Sie können Das ist diese aber Transaktion unseriöses, entweder unseriöses dann. entweder mit Kreditkarte oder mit Banküberweisung tätigen. Da ist ja EC-Karte. Okay, vielleicht Sie Electronic, wissen es ist nicht, ja warum haben Sie angemeldet. Electronic Cash Card ist das. EC-Karte. Vielleicht Sie verstehen nicht, warum haben Sie sich angemeldet oder machen Sie Spaß. Also ich habe keine Zeit für Sie, echt. Moment, ich hole mal eben kurz meinen Vater, Verstehen ja? Sie? Moment. Ja, hier ist Dieter Bohlen. Wer ist denn da? Direkt ausgelegt. Hallöchen, liebe Freunde des Scambaitings und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal IceXim70. Und ihr habt es euch gewünscht, ich habe eine Abstimmung gestartet, wollt ihr mehr vom Dieter haben? Und da habt ihr klar mit Ja geantwortet. Deswegen gibt es jetzt wieder eine Special-Folge heute mal wieder. Und ich wünsche euch viel Spaß damit. Und wenn ich noch kurz anmerken darf, ja, wir haben jetzt eine Webseite www.scambait.com.
www.icecream.de. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Wir haben da auch ein Forum, da könnt ihr Namensvorschläge abgeben für das neue YouTube-Video, was irgendwie kommen soll, wenn ihr Ideen habt. Und schaut einfach mal rein. Ist kostenlos alles. Und nun viel Spaß mit dem Video.